So, wir geben uns mal Phasenkind mit glücklich. Quasi. Zugezogen, dennoch kenne ich mich aus. Schlender durch die Gassen, all die Treppenstufen rauf. Dreh mir eine Tüte für den Weg, sie geht nie aus. Ich bin endlich zu Hause, alles geht hier auf. Mache Mucke ohne Pause, Dampfkraft. Zwischen Pavillons und Cannabis verwandelt sich die Nacht in einen Rausch. Drück Rekordpegel ein, kill den Bass immer low cup. Lächel wegen Adlibs, fahr nach Hause im Toyota, jede Bühne. Boah, immer alles low cup, lächel. Fahr nach Hause, nee, fahr nach Hause, lächle im Toyota. Richtig geil, Alter, auch schön. Wie er hier auch eingestiegen ist, ja. Und der Beat gefällt. Der macht einfach so eine schöne, gute Laune-Vibes, ja. Das Video kommt auch so ein bisschen Vintage-mäßig rüber, ne. Pickel ein, kill den Bass immer locker. Und dass er auch die ganze Zeit Musik macht und einfach dabei glücklich ist, ja. Das macht uns doch selbst auch glücklich, ja. Sowas dann auch zu hören und zu sehen und... Wir fühlen doch mit. Bewegen Adlibs, von nach Hause im Toyota. Jede Bühne wird erobert und gestürmt. Nicht irgendwelche Typen, der Fleiß fließt von der Stirn. Jede Session endet besser als die Session voller vor. Die Worte waren schwarz, jetzt brechen sie die Norm. Lass Ordnung wieder rein, zeig ihr, dass es eine Zukunft gibt. Vergangenheit war unbestimmt, folgen soll jetzt... Zeig auch mal, dass es eine Zukunft gibt. Vergangenheit war zu unbestimmt. Unser Ding gibt ausgelernt im Unterricht. Das Kleinkind aus der Unterschicht beweist dir, dass es Wunder gibt. Dass 13 Stufen verschwunden sind. Weg! Sie sind weg, einfach weg. Und kommen nie wieder zurück. Und kommen nie wieder zurück. Und kommen nie wieder zurück. Sie sind weg. Einfach weg, weg. Und kommen nie wieder zurück. Boah, was ein Vibe. Zurück, yeah, yeah, yeah. Denn ich bin glücklich. Auch wenn sie sagen, lass es sein, Mann, es wird nix. Bin ich glücklich. Auch wenn es aus meinem Mund verrückt klingt. Dicker, ich bin wirklich, wirklich glücklich. Nein, man klingt überhaupt nicht verrückt, ja. Der lebt einfach das, was er halt liebt, und das ist doch sehr schön. Und wenn man damit glücklich ist, ja, dann ist es doch eigentlich das Beste, was man haben kann, ne? Und er ist einfach zufrieden mit sich. Er ist zufrieden mit dem, was er macht, ja. Hier Schlangen und Leitern könnt ihr euch hier vorbestellen, ja. Wahrscheinlich ist jetzt wahrscheinlich schon draußen das Album, ne? Hier zieht's euch auf jeden Fall rein. 18.06. ne? Also ist jetzt schon draußen. Letzten Monat schon. Also abchecken, ja. Ich mag die Hook. Die gibt mir auch ein gutes Gefühl. Und wenn ich schon merke, dass derjenige einfach auch das so ausstrahlt, dass er auch schon so mit sich selbst im Reinen ist und einfach sich auch so glücklich fühlt, ja. Weiß nicht, also mich macht es dann unbewusst, gibt es mir auch so ein Glücksgefühl, ja. Wenn man, das ist genauso wie wenn ein Mensch dich anlächelt, so. Und du fühlst dich dann auch einfach dann so dazu, ja, hingezogen, dass du dann auch einfach noch so ein Lächeln entlockst, ja, so von dir aus. Und das ist ja auch diese Sache, die ich ja auch immer so oft sage, ne? Lächle doch einfach mal öfter mal die Leute an, ja, vielleicht haben sie einen schlechten Tag oder sowas, und damit kannst du denen vielleicht den Tag ein bisschen verschönern, ja. So. Sei nicht immer komplett immer grimmig drauf oder so, ja, sondern versuch wirklich immer positiv, ne, zu sein, und sollte natürlich auch nicht gespielt sein, sollte natürlich die echten Glücksgefühle sein, ne. Aber es ist eine schöne Message, schöner Track, auf jeden Fall gefällt mir das. Wirklich, wirklich, hab so vieles angefangen und nicht beendet. Nix. Und dachte immer, diese Jahre sind verschwendet. Doch denke ich für immer, jede einzelne Sekunde, dass Momente dieser Zeit und die Erfahrungen mich lenken. Ja. Ich bändige die Angst und lass sie für mich tanzen. Fassaden brennen, lichterloh, Schatten stehen in Flammen. Schadenfroh, gnadenlos, schlage ich die Phasen tot, bekämpfe sie mit... Ne, was ist hier zum Beispiel? Lichterloh, Schatten stehen in Flammen. Schadenfroh, gnadenlos, schlage ich hier die... Phasen tot. Sage ich die Phasen tot, bekämpfe sie mit Aggression, kann gerade so noch Atem holen. Boah, sehr stark, Alter. Los, schlage ich die Phasen tot, bekämpfe sie mit Aggression, kann gerade so noch Atem holen.
Gedanken gehen gen Norden, zwischen Fensterläden hört man alte Songs aus neuen Boxen, alte Freunde neu gewonnen. Danke, dass ich mit euch feiern kann, auch wenn sich Wege trennen sollten, bleiben wir zusammen. Es ist nie zuvor da gewesen, die letzten Jahre fing ich wegen AK an zu leben. Danke an jeden, der da ist zum Anker heben. Ihr habt mich gemacht, zu lange geschlafen, ja, doch jetzt bin ich wach, wach. Ah, zu lange geschlafen, ja, doch jetzt bin ich wach. Ja, geiler. Ich bin wach, so wach. Schön gesungen. Ich komme nie wieder zurück. Ich komme nie wieder zurück. Denn ich bin wach. Ey, Phasi, Alter. Phasenkind, ja. Du bist für immer mein Glücksbärchen, ja. Auf jeden Fall. Ich bin wach, so wach. Und komme nie wieder zurück. Ich komme nie wieder zurück. Denn ich bin glücklich. Auch wenn sie sagen, lass es sein, Mann, es wird nix. Ich bin wirklich, wirklich glücklich. Auch wenn sie sagen, lass es sein, Mann, es wird nix. Bin ich glücklich. Auch wenn es aus meinem Mund verrückt klingt, Dicker, ich bin wirklich, wirklich glücklich. Auch wenn sie sagen, lass es sein, Mann, es wird nix. Bin ich glücklich. Auch wenn es aus meinem Mund verrückt klingt, Dicker, ich bin wirklich, wirklich glücklich. Glücklich. Boah, was ein geiler Song. Wirklich, also in meinen Augen wirklich der beste Phasenkind-Song, würde ich schon sagen, ja. Also dieser Song ist wirklich sehr, sehr stark. Ne? Gefällt mir richtig gut. Also da auf jeden Fall ein Like, ja. Abonniert ist es ja schon. Also hier, checkt das ab, ne. Macht diesen Phasenkind auch mal glücklich, ja. Dann wollen wir jetzt mal kurz hinschreiben hier. Quasi mein Glücksbärchen. So, Liebe ist da. Ja? Da ist doch Liebe da. Hier, Schleichwerbung. Haut da gerne mal hier ein bisschen Liebe, ne? Geht mal auf Spotify, checkt auf jeden Fall das Album ab, ne? Und, ich glaube, ich werde mir das mal ordern. Ja, also hier kann man sich vorbestellen. Mal kurz drauf. Auch hier andere Kinder. Ne, super Leute, super Studio. Ne, sollte man auch abchecken. Andere Kinder haben wir auch schon hier Sachen reingezogen. Auch hier Mix und Master, war Phasenkind. Ey, geil. Ja. Andere Kinder, da wurde das recorded. Ja, bei Andere Kinder Studios. Color Cut und VFX, also hier das Video, ne, die Color Grading und alles, auch vom Phasenkind. Kamera ist dann von Chris K. Foto Shorty FPV. Okay, und Beat ist sogar auch vom Phasenkind und der Text natürlich auch, ja. Also der hat hier wirklich sehr, sehr viel mit reingesteckt. Also echt krass, ne? Also auch der Beat ist sehr schön. Passt einfach alles. Ne? Also da hat er auf jeden Fall mit voller Punktzahl hier gepunktet. So. Das neue Album vom Phasenkind veröffentlicht hier seit dem 18.06.2021, also ne, seit letzten Monat. So. Hugo Boss Live. Dankeschön für den Follower. Ja? Liebe geht raus. Ne? Hast du auch was Neues? Ne? Dann hau doch gerne mal den Link in den Chat. Ne? Bis 23.15 machen wir auf jeden Fall noch. Ich glaube, zu wissen, dass der gute Rabbit, ja, was auf deinem Beat wieder gezaubert hat. Wenn das so ist, du weißt, ne? Einfach den Link in den Chat. So, und danke für den Follower. Was machen wir denn da? Schlangen und Leitern. Also der Song hat mich echt überzeugt. Ich finde den richtig gut. Also ich kaufe mir wirklich nicht viele Alben so. Aber hier Phasenkind, Schlangen und Leitern. 11,99 gönne ich auf jeden Fall dem Brudi, ja, den gönne ich das. Dann machen wir mal hier jetzt kaufen, kurz abwarten. So, ich werde mir das jetzt mal ordern. Warte mal. So, dürft ihr natürlich nicht sehen, was ich hier alles eintippe, ja. Ich mache das am besten dann mit PayPal. So,
kann man das ja auch zahlen, kann man das ja auch mit PayPal. Warte mal. Also man kann das auch natürlich auch so machen mit Lieferadresse oder man kann sich es einfach. Ich hätte schon gerne die CD, ne? Also CD ist schon richtig geil, also ich würde mir schon gerne das Album auch als CD gönnen, ne? Ich verstehe nicht, wie andere mit Uzi, Schniddel, Wutzi Millionär werden und so Fasis davon nicht leben können. Katastrophe. Ist so, Amsterdam, ja? Sehe ich auf jeden Fall auch so, ja? Und deswegen gönnen wir uns, ne? Und hier ist auch, ich weiß gar nicht, hier ist die Express-Checkout, ja? Oder halt, dass man das hier so macht und weiß nicht, was der Unterschied ist. Ich hoffe, ich kriege dann trotzdem die CD geschickt, so gesehen. Ne, wenn ich jetzt per PayPal zahle, dann kriege ich auch trotzdem die CD geschickt, ne, wenn ich das per PayPal zahle. Ansonsten muss ich dann hier alles eintippen, hier Postleitzahl, Straße, ne, die ganze Lieferadresse, Kontaktdaten. Ich überlege gerade. Der einfachste Weg wäre natürlich PayPal, Alter. Aber dann geht ganz easy. Kann man ganz schnell machen. Ja, PayPal klärt alles, ne? Kann man eigentlich schon sagen. So. Gucken. So, ich mache jetzt alles hier ready. Ja? Bewaffnet und ready. Bewaffnet und ready. Ganz kurz gucken, was habe ich denn? Eine E-Mail habe ich schon noch gekriegt. Okay. So. Okay, das kann man ja als Lieferadresse ist ja alles dabei. Ja? So. 12 Euro kann man sich das doch gönnen hier. Bezahlen noch 14 Tage. Genau hier. Zack. Brauchen wir jetzt nicht. Machen wir einfach so. Und die Adresse, diese Adresse. Adresse. Zack. Machen wir. Und 14 Tagen ist bezahlen, kann ich suchen. So. Dann machen wir das. Ich gönne mir jetzt das Album von Fasi. So. Wird jetzt noch weitergeleitet. Ja gut, Versand kommt noch mit dazu. Dann sind es so 14,78, also sagen wir so. Fast 15 Euro. Aber sollte man sich gönnen. Ja, sollte man sich gönnen. Hier weiter. Ich gönne mir das auf jeden Fall. So. Hab ich's mir jetzt gegönnt? So, mit der Lieferadresse. Meine Daten. Ja, mit PayPal habe ich ja schon eingegeben. Bedanke dich beim Team. Okay. Kann man hier nochmal sich bedanken. Ja, komm, dann machen wir noch ein bisschen Trinkgeld noch mit dazu. Ja. Danken wir uns, da machen wir 15,38 draus. Ja. Und, so, und was haben wir denn? Vielen Dank, wir wissen das zu schätzen. Ja, warum auch nicht, ne? Den Künstler auf jeden Fall unterstützen, das ist immer sehr, sehr wichtig. Hier wird noch nichts berechnet. Gut, Bestellung überprüfen. So, Express, dann das, auch alles da und dann haben wir das und ich werde mal das gute Stück kaufen. So, Bestellung wird bearbeitet. Kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, ne? Aber kein Problem. Alles ist da. Bestellung wurde. Jupp. Hier, Bestellung ist da. Bestellung wurde bestätigt. Zurück zum Shop. Sehr gut. So. Also, Leute, gönnt euch das Album. Ja, Schlangen und Leitern. Ne? Hier ist nämlich nochmal der Link zu dem Album. Zack. Gönnt den Künstlern auf jeden Fall, das ist sehr wichtig. Ja, ich kenne das selber. Wenn ich mein Album fertig habe, hoffe ich natürlich auch auf euren Support, ja. Dass ihr auch mein Album alle kauft und mich auch unterstützt, ja. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Und ja, Phasenkind hat mich auf jeden Fall überzeugt, ja, dass ich mir dann auch das Album hier jetzt gegönnt habe. So, check das gerne ab, ne? Quasi, ich bin gespannt, ich höre mir das ganze Album an und werde natürlich dann auch Bescheid geben. So. Das ist doch schön, ja, das ist doch schön.